Heute beschäftigen wir uns mit Unterprogrammen in Kara. Unterprogramme sind Teile eines Programms, die Algorithmen enthalten, die sich häufig wiederholen. Ja, und deshalb steht hier auch bei in Schule, wenn derselbe Teilalgorithmus wiederholt ausgeführt werden soll, dann ist es günstig, für diesen Teilalgorithmus eine eigene Programmeinheit zu erstellen. Und diese Programmeinheiten kann man dann als neue Befehle immer wieder nutzen. Was genau das bedeutet, zeige ich euch jetzt. An diesem Setting, wir sehen Kara zwischen diesen beiden Bäumen stehen und Kara soll immer zu dem einen Baum laufen, sich umdrehen, zurücklaufen, umdrehen, zurücklaufen. Also, Kara soll so lange laufen, bis es am Baum angekommen ist und dann soll es umdrehen, also zweimal turn left. Dann wieder while not Kara tree front, Kara move und zwar wieder so lange, bis es am Baum angekommen ist und dann wieder zweimal umdrehen. Kara turn left für umdrehen. Wenn man das getan hat, stellt man jetzt schon fest, na verdammt, dieses Kara turn left als Ersatz für umdrehen, das kommt ja mehrfach vor, das muss ich jedes Mal wieder neu schreiben. Gerade in größeren Programmen kann das sehr nervig werden. Und deshalb gibt es hier die Möglichkeit, daraus ein Unterprogramm zu machen, also einen Teilalgorithmus. Wir unterteilen unser großes Programm in ein Hauptprogramm und in ein Unterprogramm. Und in das Unterprogramm kommt jetzt all das rein, was ich für mein Hauptprogramm als Teilalgorithmus häufiger gebrauche, wie zum Beispiel dieses Umdrehen. Das macht man, indem man einen neuen Befehl erfindet. Dem kann man einen beliebigen Namen geben, bitte einen Namen, den man auch anerkennen kann, worum es geht. Also, def umdrehen in unserem Fall. Warum def? Na, weil wir dieses neue Unterprogramm definieren. Am Ende kommen die beiden Klammern auf und zu und ein Doppelpunkt und darunter eingerückt steht alles, was in diesem Unterprogramm passieren soll. Also zweimal Kara turn left. Und wenn wir jetzt in das Hauptprogramm dieses Unterprogramm reinschreiben, nämlich umdrehen an die entsprechende Stelle, sehen wir rechts im Bild, dass Kara genau das macht, bis zum Baum laufen, umdrehen, zurücklaufen und wieder umdrehen. So funktionieren also Unterprogramme im einfachsten Fall. Wir steigern das Niveau ein kleines bisschen und schauen uns ein zweites Beispiel an. Kara soll nämlich jetzt außen rumlaufen, also von Baum zu Baum und dann um den Baum rum, wieder zum nächsten Baum außen rum, zum nächsten Baum außen rum und Ziel erreicht. Wir sehen also, dass wir dieses um den Baum laufen viermal haben und dieses um den Baum laufen ist ziemlich kompliziert. Nämlich wir haben links drehen, gehen, rechts drehen, gehen, gehen, rechts drehen, gehen, gehen. Nochmal rechts drehen, gehen, links drehen. Wenn wir das jetzt viermal aufschreiben müssen, an jedem Baum, der da umlaufen werden soll, ist das ganz schön aufwendig. Ja, also hier wieder gehen, gehen, drehen, gehen, gehen, drehen, gehen, drehen. Und man sieht, dass sich in so einem Fall ein Unterprogramm auf jeden Fall auszahlen würde. Und deshalb schreiben wir erstmal dieses Unterprogramm, nämlich um Baum. Oder um Baum laufen, wie ihr das nennt. Ist egal, man sollte es nur wiedererkennen. Klammer auf, Klammer zu, Doppelpunkt. Und jetzt schreiben wir auf, was wir tun müssen. Kara muss sich nämlich einmal nach links drehen, dann die Bewegung nach vorne, Kara move, die Bewegung nach rechts, Kara turn right. Dann die doppelte Vorbewegung, also Kara move, Kara move. Wieder Drehung nach rechts und wieder zwei Schritte vorwärts. Und dann fehlt noch einmal die Drehung nach rechts, der Schritt vorwärts und die Drehung nach links. So, und wenn das alles eingegeben ist, haben wir unser Unterprogramm tatsächlich fertig. Hier einmal in falsche Richtung gedreht, dann Schritt nach vorne und dann einmal noch links drehen
Und dann sind wir fertig. Dann ist Kara um den Baum gelaufen. Und spätestens jetzt wird deutlich, wie groß dieses Programm wäre und dass sich ein Unterprogramm definitiv lohnt. Wenn wir jetzt unter das Hauptprogramm einfach mal, wenn Kara vor dem Baum steht, jetzt um Baum eingeben, sehen wir direkt, es kommt die Bewegung. Aber wir sehen auch, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Die häufigsten Fehler bei Kara, kleine Tippfehler, einmal right, falsch geschrieben. Wenn wir das korrigieren, funktioniert das auch direkt. Und wir sehen, wie Kara um den Baum läuft. Und jetzt kann man das vollständige Programm relativ einfach schreiben. Jetzt müssen wir Kara immer nur von Baum zu Baum schicken und dann einmal unser neues Unterprogramm eingeben. Also while not Kara tree front, Kara move. Und dann kommt unser Unterprogramm um Baum und Kara läuft dann um den Baum. Das Ganze machen wir viermal und dann ist unser Hauptprogramm wesentlich kürzer, als wenn wir jedes Mal diese Reihenfolge von oben neu eingeben müssten. Ihr könnt euch vorstellen, dass solche Unterprogramme gerade später in komplexen Programmiersituationen sehr hilfreich sein werden, damit Programme einfach nicht zu groß werden und man den Überblick aufgrund sich wiederholender Einheiten nicht komplett verliert. So, in der Zwischenzeit ist das Ganze hier auch fertig erstellt. Kara bewegt sich ein letztes Mal um den Baum. Und wir testen, ob alles funktioniert. Die Mischung aus Unterprogramm und Hauptprogramm. Kara geht auf die Reise bis zum Baum, um den Baum, bis zum Baum, um den Baum und bis zum Baum, noch einmal um den Baum, bis zum Baum, um den Baum und ist am Ziel angekommen. Ja, das als kleiner Einblick in Unterprogramme und warum sie sinnvoll sind, warum sie ein Hauptprogramm deutlich vereinfachen und verkürzen können. Als Aufgabe bitte mit im Schule und dem entsprechenden Kapitel auseinandersetzen. Hier die Aufgabe sich nochmal genau anschauen, die hier ist, ist ein bisschen ähnlich zu dem, was wir gerade gemacht haben. Ja, also diese Aufgaben sind für euch zur Übung. Dann sich mit dem Fachkonzept bitte einmal in Ruhe auseinandersetzen. Kommt viel vor von dem, was ich gerade auch schon erklärt habe. Und zum Abschluss die Übungen im dritten Kapitel anfertigen und die dann bitte bis Freitag 16 Uhr einreichen. Viel Erfolg dabei. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden.